Hallo ihr lieben Schützen, ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zu Kings and Queens Tarot. Herzlich willkommen zurück, alle Abonnenten. Es freut mich total über eure Abos, eure Kommentare und natürlich auch eure Likes. Ich heiße alle willkommen, die neu sind beim Kings and Queens Kanal. Ja? Ich mache eine Grundauslegung für euch für den Monat August mit den energetischen Tendenzen. Und dann schauen wir auch mit den Klärungskarten darüber und gehen ein bisschen ins Detail. Ja, was gibt es zu beachten, wenn ihr das Gefühl habt, dass diese Legung nicht mit euch schwingt? Schaut euch doch bitte eines der anderen Videos an zu eurem Aszendenten oder zu eurer Venus oder auch zu eurem Mond, ja. Dann können dort durchaus Botschaften für euch mit dabei sein. Es geht einfach, schauen viele Leute zu und ich kriege hier auch viele verschiedene Energien ab. Ich versuche möglichst alle abzudecken und aufzugreifen und zu erklären. Ich weiß im Vorfeld auch nicht immer, wo der Schwerpunkt liegt. Manchmal ist es mehr auf dem privaten, freundschaftlichen oder auch romantischen. Ja? Manchmal ist es mehr auf Arbeit, Beruf bezogen oder auf die Familie. Manchmal ist es auch eher spirituell, das Reading. Das schaut, kommt dann immer so ein bisschen während der Legung halt raus. Ja. Dann noch, wenn hier Königinnen und Könige auftauchen, dann sind die in den allgemeinen Readings für gewöhnlich geschlechterunabhängig. Manchmal zeigen die auch einfach nur Energien an, bestimmte, ja. Eure eigenen Energien, Energien von Menschen in eurer Umgebung. Ich gebe auch gerne dann mal Hinweise auf verschiedene Sternzeichen. Das muss aber nicht unbedingt so ein Sternzeichen sein für euch, für eure Situation, sondern es kann ja auch eine bestimmte Lebensenergie angezeigt sein, ja? Charakterzüge, die symbolisiert werden durch diese Karten. Ja, wow, intensives Reading auch bei euch, wie ich sehe. Also, das ist, glaube ich, das fünfte oder sechste Reading, das ich jetzt mache für den Monat. Und die waren alle extrem intensiv. Wir kommen ja auch aus einer ziemlich intensiven Zeit jetzt raus, nach der Sonnenfinsternis und der Mondfinsternis, die wirklich große Veränderungen eingeleitet haben, für jeden individuell, aber auch auf der größeren Bühne, ja, gesellschaftlich. Und der August scheint sich ja auch wirklich nochmal als Portalmonat anzuschließen. Und ja, wir beginnen jetzt einfach hier mal am Anfang mit der Hohepriesterin. Ja, möchte ich auch gleich auf den neuen Mond verweisen. Der kann für einige hier schon auch nochmal Dinge an die Oberfläche bringen, ja, oder sehr inspirierend sich auswirken. Könnte auch ein guter Zeitpunkt sein, sich in sich selber ein bisschen zu versenken, ein bisschen in sich selber zurückzuziehen und hier bestimmten Dingen auf den Grund zu gehen, die unbedingt jetzt an die Oberfläche kommen möchten hier mit der Hohepriesterin. Ich gehe vor allem deswegen drauf ein, weil die sowohl den Mond in sich vereint, als auch Venus-Energie in sich vereint. Und beides ist jetzt hier Ende Juli, Anfang August als Energie angezeigt. Ja. Was die Hohepriesterin bitte? Ja, da haben wir die Königin der Kälte dazu, die 9 der Kälte und die 6 der Kälte. Liebe, 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 Gefühl auf allen Ebenen, ja. Ja, für manche geht es tatsächlich um eine Liebe im Außen mit einem Partner, ja. Hier kann für einige ein Partner zurückkommen, den ihr schon kennt, mit dem ihr möglicherweise schon mal zusammen wart. Hier können Träume und Wünsche in Erfüllung gehen, die tief in euch geschlummert haben, ja, die ihr euch selber vielleicht gar nicht mehr zugestehen wolltet, ja, mit der Hohepriesterin hier dahinter. Für manche ist das jemand, der tatsächlich, mit dem ihr eine karmische Verbindung auch habt, ja. Ja, hier ist auf, aber auch, also wenn es nicht nur um romantische Verbindungen geht, es geht auch um Selbstheilung,
Jetzt diese ganze Zeit ist ganz viel Selbstheilung angezeigt, sowieso. Sich hier wie diese Königin der Kälte, ja, diese Energie auch für euch zu entdecken und anzunehmen. Diese Königin der Kälte, ich hoffe, ihr könnt das sehen, die ist total fokussiert auf ihr Herz, auf die Liebe, ja. Und findet hier auch in sich selber Schätze, ja. Wie gesagt, manche sind verborgen, manche sind vergessen und verschüttet, ja, und die kommen jetzt aber wieder hoch. Man erinnert sich auch an bestimmte Stärken, die man hat, ja, an bestimmte Wünsche, die man hat, und für die ist es jetzt auch durchaus Zeit, die in die Realität umzusetzen hier. Ja. Auch hier nochmal mit der Vierer-Schwerter ähnliche Energie, diese Versenkungsenergie, auch eine Energie der Visionierung, ja. Sich ganz klar zu werden über bestimmte Träume, die können wirklich aus der Kindheit schon kommen, ja, teilweise. Und die waren vergessen und in irgendwelchen Kellerräumen eingesperrt und die kommen jetzt wieder an die Oberfläche. Und die möchten hier in die Realität umgesetzt werden. Und diese Vierer-Stäbe zeigt diese Energie an, dass sich wirklich Visionierens, was diese, wie diese Träume in der Realität aussehen könnten. Durchaus auch den Weg, wie man da hinkommt, wobei der Weg eher nicht festgelegt wird. Es ist kein Plan in dem Sinne, ja, sondern mehr dieses sich emotional einlassen und einstellen auf die Verwirklichung. Ja, mal die Stierkarte, die Herrscherin, ja, die ihre Stärke, ihre Fülle, ihre Kraft, ja, die sie hier voller Stolz eigentlich präsentiert, aber auch mit einem Schulterzucken so ein bisschen, ja, die lässt nicht mehr sich so schnell ein X für ein U vormachen. Und in diesem Prozess steckt auch ihr jetzt hier mit diesen beiden Karten, vor allem Hohepriesterin und Vierer-Schwerter. Und sie hat genau diese Kraft des Co-Kreierens, des Manifestierens gelernt in der Stille. Ja? Und ja, das ist sehr, sehr schön, wie das hier anfängt für euch. Ja, dann haben wir hier die 7 der Stäbe. Ja? Es kann natürlich sein, dass ihr euer Umfeld verwirrt. Mit dieser Kraft, die ihr hier in euch entwickelt und wiederentdeckt, ja, und die ihr auch nach außen anfangt auszustrahlen, und manche werden damit gar nicht klarkommen, ja, die wissen gar nicht, wovon ihr redet, was ihr lebt, ja, das interessiert, müsst ihr euch auch aber jetzt gar nicht mehr interessieren, ja, ja, ihr geht hier auf eine andere Stufe sozusagen des Handelns, ja, und des Lebens auch, ja, auch im Alltag einfach. Und wenn hier Negativität kommt oder Ablehnung kommt aus dem Umfeld, dann, ja, genau, dann macht ihr hier die 6 der Schwerter, dann lasst ihr den einfach stehen, ja. Also ihr versucht auch gar nicht, die Leute zu überzeugen von euren Wahrheiten oder irgendwie zu beeinflussen oder euch zu erklären vor denen, ja, also die Menschen, die jetzt euch nicht mehr akzeptieren können oder ja, die in ihrer Kleingeistigkeit auch irgendwie verhaftet bleiben, von denen trennt ihr euch jetzt auch und löst euch davon, ja, und ihr werdet hier Gleichgesinnte finden und ihr seid euch aber auch erstmal selber genug, ja, hier der Wagen, euer Wille, der hier jetzt auch gerade mit dieser Löwekraft, ja, auch im Feuer wie ihr, sich nach außen kehrt oder auch erstmal innen wächst und innen stark ist, ja, oder zu einer Stärke heranreift, und mit dem macht ihr euch hier jetzt auf den Weg in, ja, mit einer neuen Art der Energie, ja, und ihr werdet euch auch bewusst über euren freien Willen und wie viel Kraft dahinter steckt, ja. Krebskarte, manche haben mit einem Krebs zu tun, und es geht einfach auch darum, hier Dinge, die euch nicht mehr dienen, ja, die eurer Entwicklung auch nicht mehr dienen, die
die hinter euch zu lassen. Ja, denn ihr wisst ganz genau, was euch dienlich ist und was ihr euch wünscht und was ihr in euer Leben einladen wollt und was ihr jetzt manifestieren wollt. Ja, das sind 10 der Kelche. Menschen, die euch unterstützen, die mit euch schwingen, ja, die Freude mit euch teilen, ja, die nicht nur in euer Leben kommen, um ihren Müll bei euch abzuladen, sondern ihr wollt jetzt hier eine neue Art der Gemeinschaft in euer Leben einladen, ja, und auch ein Glück in euer Leben einladen. Ja, dann haben wir noch mehr große Arkane hier in der Nahe. Ja, das greift auch schon ein bisschen auf, was ich in der oberen Reihe gesagt habe. Ja, also ihr lasst euch hier jetzt von niemandem mehr zurückhalten. Ihr seid jetzt unterwegs in eurem Glück, Hans im Glück. Ja. Ja, das bringt erstmal einiges zum Umbruch. Ich möchte es gar nicht Einsturz nennen, sondern Umbruch hier. Durchaus Dinge, die sich schon seit längerem hinziehen. Ja? Das kann in Beziehungsrichtung ein Thema sein. Das kann aber auch sich im Beruflichen hier auswirken. Auch in freundschaftlichen Beziehungen, anderen Dingen. Hier kommt einiges zur Wandlung. Ja? Und zwar ist das eine Folge von der Wandlung, die ihr hier schon vermutlich länger auch in euch selber erlebt, ja, und diese Transformation in euch selber vornehmt. Und hier einfach kommen ja Strukturen jetzt zum Einsturz. Wie gesagt, hier können bestimmte Beziehungen verschwinden, Menschen aus eurem Leben verschwinden, die euch einfach nicht also energetisch auch einfach auslaugen. Ja, es sind so ein bisschen auch Energievampire, die ihr hier hinter euch lasst. Dieser Neuanfang hat durchaus auch große Chancen für euch in verschiedenen Richtungen, auch finanziell vor allem. Ja. Hier haben wir den Turm nochmal. Also Veränderungen. Schauen wir erstmal mit den Klärungskarten drunter. Was ist der Turm mit? Ja. also wie gesagt, einige werden sich umgucken in eurer Umgebung. Ja, das ist natürlich ja ganz, ganz stark eure Energie, Königin der Stäbe. Also wie gesagt, geschlechterunabhängig. Aber ihr kommt hier in eine ganz tiefe Weisheit, ja, für euch selber. Und es wird wirklich den einen oder anderen in eurem Umfeld überraschen. Manche gut, manche weniger gut. Da werden sich noch einige umschauen, ja. Aber ja, ihr blüht hier auf, ja. Und lasst euch hier mal nicht erschrecken von diesem Turm, der so potzblitzig aussieht, ja, die Veränderungen sind tief, aber hier, das ist wie ein Vulkanausbruch, ja, und diese Vulkanerde, die dann zurückbleibt, die ist ja besonders fruchtbar, da wächst besonders, gedeihen die Pflanzen und die Bäume besonders gut drauf, und das ist hier die Energie, in die ihr jetzt hier hineinkommt und hineingeht, ja. Dann haben wir den Buh der Kelche. Diese Veränderung, ja, hier können Auseinandersetzungen natürlich mit auch kommen, obwohl die jetzt in den Karten gar nicht unbedingt angezeigt sind, aber der Turmmoment kann das trotzdem natürlich mitbringen. Seid großzügig hier, ja, also das hatte ich dann auch in dem Neumond-Reading schon gesagt, ja, also wir haben jetzt dann Venus und Mars, Mond und Sonne im Löwen, ja, der Löwe kann zwar auch so ein bisschen egolastig sein, durchaus da vielleicht ein bisschen aufpassen, aber der ist eben auch sehr, sehr großherzig, ja, und der kann Leute, die einfach in ihrer kleinen Geistigkeit verhaftet bleiben,
ja, auch großzügig, wie soll ich das sagen, denen verzeihen, ja, denen auch verzeihen, dass sie über sich selber nicht rauswachsen können im Prinzip, ja. Hier können Entschuldigungen kommen an euch von anderen, ja, oder auch Entschuldigungen in umgekehrter Weise, ja. Durchaus können hier aber natürlich auch emotionale Angebote kommen, die euch unterstützen, Liebesangebote für den einen oder anderen, ja. Aber hier ist auch dieser Kelch, den reicht ihr euch durchaus auch selber, ja. Ihr feiert das auch so ein bisschen eigentlich, diesen Umbruch, weil ihr diese Veränderung auch, die habt ihr schon erwartet auch irgendwo, ja. Also das ist kein Prozess, der hier von heute auf morgen kommt. Ja, der hat sich für einige mit Sicherheit langfristig angekündigt und entwickelt, ja. Und der kommt hier wirklich auf diesen Vulkanmoment hier zu, ne? Ja, hier haben wir die fünf der Schwerter, Auseinandersetzung, Streit. Wie gesagt, ja, das kann durchaus sein, dass hier Auseinandersetzungen kommen, dass Leute Erklärungen verlangen von euch, ja. Warum ihr jetzt anders seid, warum ihr anders handelt und so weiter, ja. Und ihr könnt diesen Menschen hier den Kelch der Liebe reichen und mit einem Schulterzucken weitergehen, ja. Das interessiert euch einfach auch nicht mehr, weil ihr diese Stärke hier jetzt habt, ihr seid jetzt in der Position der Herrscherin, ja. Die nächste Karte, 5 der Münzen, ja. Die fällt hier komplett raus eigentlich aus diesem Reading. Ja, aber es geht mit Sicherheit darum, hier aus diesem Zustand auch rauszukommen. Was ich hier vorhin schon gesagt habe, ja, für viele ist das ein Prozess, der sich schon seit längerer Zeit hinzieht, für manche möglicherweise sogar Jahre, die schwer waren, die anstrengend waren, wo man sich unverstanden gefühlt hat, ja, angegriffen gefühlt hat, an die Seite gedrängt, an den Rand gedrängt und kalt und stehen gelassen gefühlt hat. Und es kommt jetzt einfach eine Zeit, hier auch noch angezeigt mit dem Gehängten und dem Rad des Schicksals, ja, diesen Zustand für sich innerlich auch zu überwinden. Ne? Da komme ich hier nochmal auf diese viele Schwerter zurück. Dieses Visionieren, sich auch kopfmäßig hier mit den Gehängten eben auch die Perspektive zu ändern, ja, und diesen Reichtum in sich zu erkennen, anzunehmen, und dann wird er sich auch sozusagen automatisch nach außen manifestieren, ja. Glaube. Glaube versetzt Berge. Ja, wunderschön hier mit dem Hierophant. Für einige Stier ist ein Stier hier von Bedeutung. Aber ich glaube, das ganze Reading ist auch gar nicht so unbedingt festgelegt hier auf bestimmte Beziehungen. Ja? Für manche natürlich, ja, aber das ist. Alle Readings, die ich, glaube ich, bisher gemacht habe für den August, die haben einen ganz, ganz tiefen spirituellen Aspekt auch, ja, wirklich einen Seelenwachstumsaspekt. Und auch euer Reading hier, ja, Glaube, und davon rede ich nicht an Religionen, ja, sondern Glaube ans Leben, Glaube an die Liebe, Glaube an sich selber. Und damit zieht ihr euch praktisch an den eigenen Haaren aus dem Sumpf. Ja, also total schön, diese Entwicklung. Ja, und dann hier auf den Gehängten bin ich auch schon ein bisschen eingegangen. Das ist dieser tiefe Perspektivwechsel, sich selber in einem anderen Licht zu sehen, sich selber anders zu schätzen und wahrzunehmen und anzunehmen und auch nicht mehr auf die Bestätigung von außen und von anderen unbedingt angewiesen zu sein, sondern sich erstmal selber annehmen, in sich selber die Fülle und die Schönheit zu erkennen, ja. Und das wird euer Leben wirklich hier auf den Kopf stellen und transformieren. Das ist mit Sicherheit auch nichts, wo
jetzt ganz, ganz schnelle Ergebnisse kommen, ja, und boom, es ist alles anders. Nein, das ist wirklich ein ganzer Prozess, der angezeigt ist, der in die Vergangenheit zurückreicht und der auch noch in die Zukunft hineinstrahlen wird. Der ist jetzt aber sehr, sehr intensiv einfach in seiner Entwicklung. Ja, total. Ja, wow. Also ich kriege hier bei jedem dieser Readings total, ich werde richtig emotional. Verzeiht mir. Okay, wir haben den Mond dazu. Ja, nochmal Krebskarte hier, Ass der Stäbe und die Skorpionkarte, den Tod. Ja, also wow, also wirklich, dieses Ass ist genau diese Vulkanfeuerenergie, von der ich hier oben auch schon gesprochen habe. Ja. Also das ist ja hier aus den dunklen. Der Skorpion, der hat ja auch diese Tiefe, ja, dieses tiefe Wasser, diese tiefen Emotionen, und ihr schießt hier jetzt raus mit dieser Feuer-Löwe-Energie, die jetzt wirklich sehr, sehr stark wird, ja. Hier kommen ganz neue Ideen, neue Perspektiven für euch, ja, und ihr lasst hier konsequent bestimmte Dinge, die euch blockiert haben, egal ob das Menschen sind, Traumata sind, Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die euch Angst gemacht haben oder sonst wie an eurer also euch auf der Schulter gesessen haben, die schüttelt ihr jetzt ab, ja, und kommt hier in eine total neue Lebensenergie und Lebenskraft, ja, für euch. Und das, euer Schicksalsrad dreht sich jetzt weiter in eine fantastische Richtung, ja, also hier passiert wahnsinnig viel auch für euch, ja, wie gesagt, der August ist ein totaler Portalmonat, es wird auch nicht das Ende sein, das ist wirklich eine langfristige Entwicklung, wow, und ja, also kann ich kaum Worte fassen, was hier zu sehen ist, ja, Sechs der Stäbe, die Welt und die Sonne, ja, also ja, schaltet jetzt ein, zwei Gänge nach oben und ihr tretet aufs Gas, ja, und wie gesagt, hier werden sich einige Menschen in eurem Umfeld umschauen, denn die sehen von euch nur noch so die Rücklichter in weiter Ferne. Wie gesagt, hier sind einige Kreisläufe zu Ende, karmische Kreisläufe gehen hier zu Ende. Andere Verstrickungen mit Menschen gehen hier zu Ende und auch die Selbsteinschränkung nimmt hier ein Ende, ja, und ihr seid hier wirklich auf Durchstarten und ihr seht es selber, ihr Lieben. Wahnsinns-Reading auch bei euch, ja. Ich kann euch nur einen fantastischen August wünschen. Aber ich weiß, dass hier ganz viele drauf gewartet haben und es freut mich total, das zu sehen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Ich sage Namaste, lasst es euch gut gehen. Tschüss.